Hello, hello, hello und willkommen zurück zu WoW Preligion. Yes, indeed, wir sind hier mit unserem Demon Hunter noch in der Stadtzone der Demon Hunter unterwegs und werden jetzt hier mal ein paar Quests abgeben und dann weitermachen. Wahrscheinlich, eventuell. Ich weiß es nicht. Jo, das Bombardement beendet. So, und haben auch ein Leveler. Nee. Ach, die werden jetzt erst alle 99. Ja, okay. Spürt ihr die Macht, die von diesem Buch entströmt? Ja. Die Dämonen haben einen entscheidenden Fehler begangen, als sie ihre Geheimnisse in diesem Buch niederschrieben. Die davon ausgehende Teufelsenergie ist überwältigend, doch sie reicht nur für eines der Rituale. Es wird das Buch völlig verzehren. Ihr entscheidet, welche Geheimnisse wir der brennenden Legion entreißen. Und wir kriegen dafür Metamorphose. Fehlt zwischen Verwüstung und Rache. Verwüstung und Rache. Okay. Ach so, jetzt können wir als Tank oder als PD spielen. Eure Meisterschaft, also Verwüstung, der DD-Speck. Eure Meisterschaft der Verwüstung fortsetzen. Dämonenjäger, die auf Verwüstung spezialisiert sind, können sich als beflügelte Dämonen verwandeln. Die konzentrieren sich auf Nahkampf-SPS. Was? Schwächer programmierbare Steuerung? Ja? Wenn ihr Verwüstung wählt, erhaltet ihr Metamorphose und Meisterschaft dämonische Präsenz. Rache. Meisterschaft zur Rache wechseln. Rachesucht Dämonenjäger können sich in Dämonen verwandeln. Sie konzentrieren sich aufs Tanken. Wählt ihr Rachsucht, erhaltet ihr Metamorphose sowie Meisterschaft Dämonenblut. Euer Augenstall wird dabei zur Dämonenstachel. Und wir werden Tank nehmen. Because why not? So, überraschend. Ich stimme zu. Ausgezeichnete Wahl. Bam. Spürt meine brennende Rachsucht. Darum fürchtet uns die Legion. Nur wir können die Geheimnisse gegen sie verwenden und dabei noch stärker werden, als sie jemals sein können. Schnell, Moon, Alter! Klärt uns, was ihr gelernt habt. Lehrt eure versammelten Dämonen die Kunst der Rachsucht. Aber erstmal müssen wir hier... Oh, warte mal, da muss ich ja jetzt wechseln von DD-Speck auf... warte mal... Classes, Demon Hunter... Warte mal, das ist denn aber... Nee... Wengens ist das denn? Und dann haben wir uns natürlich schön... Ah ne, achso, wir können neu skillen, das ist ja sehr schön. Okay, und da brauchen wir Agonizing Flames. So. Einfach nur anquatschen, oder was? Folgende Geheimnisse habe ich aufgedeckt. Yeah. Körper verändert. Achso, ihnen sollen wir nichts beibringen? Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwinden. So. Halt. Ich will noch mehr. Idan kennt den Weg. Ich so. Könnte die Legion ganz allein vernichten. Natürlich. Dient einzig dem Untergeordnet. Ich kann die Macht nicht erhalten. Nein, Mannesfrei. Well. Ich gebe mir selbst die Schuld, Moon, Alter. Manatel war zu geschwächt. In uns tobt eine nie endende Schlacht um die Kontrolle der Dämonenkraft. Ja, weil in jedem Dämonenjäger ist auch ein Dämon drin. Ja, die waren uns in alle aufgenommen. Vielleicht wäre es das Beste, die Unterweisung für einen Moment zu verschieben. Wir können uns keine weiteren Verluste erlauben. Yes, indeed. Der Tod naht auf teuflischen Schwingen. Es wird Zeit. Wir haben den Truppen der Legion einen vernichtenden Schlag zugefügt, von dem sie sich nie erholen werden. Jetzt tragen wir den Kampf zu Tyrannos Kommandozentrum Rollzentrum. Schnell, kümmert euch um die um eine Flugmöglichkeit. Ja, wir haben doch hier irgendwo viel Flattermäuse haben wir doch hier irgendwo. Flatter. Oh, halt, warte mal, wir können doch gucken, was wir im Briefkasten drin haben, weil ich, cooler Typ, natürlich ein Molle hab. Moll. Ein Molle. Das kann ich nicht benutzen. What? Achso, wir müssen Ingenieur dafür sein. Ganz vergessen. Also bin ich kein cooler Typ, ich bin ein dummer Typ, weil ich das vergessen hatte. Okay. Das wäre auch ein cooles Moped, eventuell, unter Umständen. Maybe, Tavern.
Oh, das ist schon 7. Wie die Zeit verfliegt. Wie die Zeit verfliegt. Ja. So, und wenn ich den Dämonier dann fertig mit der Startzone bin, da kommt ja noch einiges. Oder noch ein paar Sachen kommen da ja noch. Ja, was haben wir danach? Danach hätten wir dann noch das Broken Shore Event. Das werden wir mit dem Druiden machen. Und die eine oder andere Invasion werden wir machen. Ich habe schon eine gemacht, bevor ich hier den Dämonier gespielt habe, weil da irgendwie nur noch 4 Minuten auf dem Event waren. Deswegen... So, tötet Brutkönigin, entreißt ihr den Schalion, trefft euch dann in der Portalkammer, bla bla bla. Und dafür kriegen wir 9 Schädel. Aber sie ist... Wo ist sie denn? Ich sehe bloß ihre Kinder. Achso, wir haben jetzt den Tank-Spec. Wir machen jetzt ja gar nicht mehr so viel Bumm. Abscheren. Schert einen Gegner verursacht körperlichen Schaden. So. So, was macht der jetzt? Verschwindet in die Schatten, okay. Was haben wir hier? Oh, warte mal. Nee. Ah. Das ist zu weit entfernt. Niemand widersteht meinem Kopf. Ich bin der Tank. Mein Gebieter sage das. Den Schlüsselstein. Nein! Wir müssen über das Portal unten zum schwarzen Tempel zurück. Was sind das hier noch für 4 Punkte? Such nach einem Weg nach unten. Okay. Well. Wir werden ja einfach runterspringen, oder was? Aber möglicher optimalerweise nicht genau in den Nether rein. Kann es sein, dass wir das nicht machen sollten? Huch! Huch! okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Gut. Gut. Das war natürlich doof. Unser zweiter Tod. Hallo? Ja, aber... Sucht einen Weg nach unten. Aber das war doch ein... Wie lange hat das Cooldown? Obwohl, wir hätten vielleicht den zweiten Cast nochmal hinterher setzen können. Wir hätten vielleicht nicht sterben brauchen. Hätte ich nochmal auf den Knopf gedrückt. Aber für die Quest hätten wir hier eh lang gemusst. Also... Ist hier noch irgendwie was interessant? Oh, hello. Meine Kinder, labt euch an unseren Feinden. Hello! Na denn. Metamorphose, ja. Well. Wow. Heldenhaft. Schnell, Moon, Alter, benutzt den Sagarit-Schlüsselstein. Wir müssen zurück zum Schwarzen Hebel, bevor es zu spät ist. Well, indeed. Ach, da. Yeah. Nein. Fürst Illidan ist gefallen. Illidari, rächt euren Meister! Das ist Maeve. Das Mal seiner Verderbnis.
soll Maiev. Das Dämonenblut in euch. Euer Gefängnis. Oh nee. Ach. Das sind die Kristalle. Ich habe mich schon immer gefragt, was sie sind. Well. Jahre später, also jetzt. Quasi. Die Zeit ist gekommen. Oh, das Grab von Sageras. Eure Loyalität. Cordana, du siehst schlimm aus. Von Cordana war gar keine Rede als in dem verteidigt das Verlies. Lady Maiev, wir brauchen euch. In dem Hörspiel. Erst muss ich noch etwas erledigen. Illidari. Mein ganzes Leben habe ich über die Verderbten gewacht. Hallo. Tausende Jahre lang war mein einziger Trost, dass die Welt vor euresgleichen sicher war. Doch für Azeroths Rettung ist kein Opfer zu groß. Aue! Maiev! Mal eure Freiheit. Werdet ihr uns helfen, Dämonenjäger? Well, was bleibt mir anderes übrig? Und da werden wir in Azeroth. Azeroth, ja. Nach einem recht tragischen Event. Haben wir einen Rarmob übersehen? Ne, wir sind noch nicht in Azeroth. Haha, es geht hier noch weiter. Und hier ist irgendwo noch... Ah, Rarmob! Schnell! Whatever! Ich brauche eure Hilfe, um Gul'dan aufzuhalten. Befreit die anderen Illidari schnell! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus, Rarmob! Achso, nee. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Altrus befreit. Nein, der rare Mob. Ich bin wach. Wie ist das möglich? So, können wir jetzt hier... Komm, rare Mob. Habt ihr ihn freigelassen? Wir haben sich gegen Fürstin Illidan gestellt. Dafür kann es nur einen Grund geben. Ah, jetzt der rare Mob weg. Oh nein. Die Legion ist hier. Yay. Hello. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Tod der Dämonen wollen unsere Welt vernichten. Ihr Altruis, den hat man in der Scherbenwelt schon getroffen. In Nagrand. So viele Jahre. Ups. Ich und die Stimmen in meinem Kopf. Ich dachte, dann halt nicht. Da oben ist noch wieder einer. Okay. Ich hoffe, Maiev macht keinen Fehler, einen Dämonenjäger wie euch zu befreien. Geht, ich halte die Stellung. Dann halte mal. Hello. So. Hello. Okay. Rare Mob. Ist schon wieder tot! What the fuck? Hat er bloß 3 HP oder wie? So, dann müssen wir jetzt auf die andere Seite. Die Wächterinnen wollen unsere Hilfe. So. Noch eine Ware? Oh. Ach, da kommt er. Dahinter ist er. Können wir da schon hin? Oh. Okay. Können wir noch nicht machen.
Können wir noch nicht machen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier drin das erst erledigen. Okay. Ich bin außer Reichweite. Ich spüre Dämonen in der Nähe. Können wir hier nicht raufspringen? Mit Stasis bin ich wieder bereit für die Jagd. Ah, er hat nicht. Oh, endlich hat das mal gezählt. Wahnsinn. Also muss ich das alles händisch machen? Oh, ich muss auch alle Dämonen alleine töten. Gut, wenn wir in der Gruppe... Ah, schon wieder verpasst! Oh, wie ärgerlich. Oh, nee. So, jetzt lass mich mal gucken. Wir haben da hinten noch einen und da haben wir noch einen. Ah. Gott verdammt. Ah! Scheiße. Sorry, wenn ich ein bisschen unkoordiniert bin, aber es ist noch früh am Morgen. Wie ihr unschwer an der Uhrzeit sehen könnt. 7 Uhr. Warum wir hier nicht alle Demon Hunter befreien, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist zu weit entfernt. Kann ich nicht angreifen. Hallo? So. Come on, da ist er. Ja, da ist er. Mirana Sternfeuer, die Wächterin. Bei denen müssen wir später mal Rufform farmen, unter anderem. Ich denke dir. I'm dir tank. Sieht ein bisschen aus wie der Hunter-Fokus, ne? Alles läuft nach seinem Plan. Another epic. Yes, indeed. So, jetzt müssen wir nur noch drei Demon Hunters plätten und... plätten. Befreien und dann müssen wir noch, wo ist da, da unten ist einer. So, da haben wir oben drüber noch mal einen. Düstergramm, okay. Noob, kann er nicht mal einen Weg hochgehen. So ein Noob. Ja, ich muss mich noch mit diesen neuen Abilities zurechtfinden. Ich gehe voraus und sichere die Aufzüge. Oh, Chase, du bist auch wieder da, Mr. Düsterweber. So, und dann müssen wir noch ein paar Dämonen farmen. Ich denke mal, das werden wir auch hier machen. Hallo? Okay. So. Champion, das ist zu weit entfernt. Wir sind alles. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das lohnt sich ja hier. Yeah. Das ist zu weit entfernt. Anstelle das Portal aufzulassen, damit man da schneller ein paar Dämonen farmen kann, ne? Aber... Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. So, und die ist irgendwo... Oh. Ich bin außer Reichweite. Ah, na dann, tschüss. Wie viel macht das Portal? 3 Punkte. Uah. Oder können wir auch noch woanders? Ne, wir sollten das wahrscheinlich hier alles erledigen. Ich muss näher ran. So, diese lilanen Punkte, damit regenerieren wir uns natürlich. So. Das ist zu weit entfernt. Für den Legion. Ich muss näher ran. Okay, ein Kill macht auch 3, also... Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite.
Ich sehe noch nicht, wie sich das hier gut tanken lässt mit dem Gehüpfe. Okay, der ist despawned. Halt, hier geblieben. So, ist hier irgendwo... So, damit hätten wir 100 Quests abgeschlossen. Sehr schön, so, dann können wir jetzt hier raus und uns eventuell noch den anderen rare Mob da schnappen. Bastillax, okay. Also hat sich die verzweifelte Wächterin an ihre Feinde gewandt. Gebt auf, Dämonenjäger. Wer das Verlies verlassen will, muss an mir vorbei. Well. Haltet die Stellung, Dämonenjäger. Wir kämpfen in Fürst Illidans Namen. Hier sollte eigentlich ein Rarum. Fußtruppen. Wen haben wir da oben? Fledermaus, okay. Na gut, dann gehen wir doch erstmal die Quest ab. Ulgan hätte diese Kammer nie betreten können. Eine Wächterin hat mich verraten. Verrat meiner Leute gespürt. 3 Millionen Spells, wunderschön. Wächterinnen haben ihre Augen überall. Überall. Nach dem Tod des schwarzen Tempel, wo wird Illidan zu hier? Gute Ankunft und so vielleicht besprechen und Körper selbst betretet den Kerker. Nee. Das machen wir noch nicht. Ich will erst noch den rare Mob haben. So, was haben wir jetzt hier gekriegt? Ein Kerker. Sperrt einen Dämon eine Minute ein, bricht Schaden maximal ein Ziel. Wieso steht da maximal ein Ziel? Interessant. Dann haben wir hier Zeichen der Stille. Platziert ein Zeichen der Stille am Zielort, das nach zwei Sekunden aktiviert, bringt alle Gegner in Effekt. Ein AOE Silence, das ist nice. Very nice. Was haben wir denn noch? Zeichen des Elends. Platziert ein Zeichen des Elends auf einer Position, das sich nach zwei Sekunden aktiviert. Was macht das Ganze? Lässt alle Gegner wirklich mal vor Angst erstarren. Also ein AOE-Stun. Dann haben wir Zauberschutz aufladen. Verringert 6 Sekunden alle erlittenen Magieschaden um 30%. Ein Death-Cooldown. Was für ein CD hat der? 20 Sekunden. Aber das ist das mit... War das nicht irgendwo was mit 20% Chance oder so? Platziert ein Zeichen der Flamme am Zielort, das sich nach 2 Sekunden aktiviert. Also im Endeffekt haben sie jetzt die Mechaniken des Runenmagiers, das war noch eine Klasse, die Blizzard zu Lichtking-Zeiten ins Spiel bringen wollte, oder es war eine Klasse zu aus, war ein Runenmagier, aber haben sie den irgendwie verworfen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie Lappen sind und es nicht gebacken gekriegt haben. First Stage... Hätten wir die Quest doch nicht abgeben sollen? Shit. Naja, ist egal. So, dann Talente. Haben wir jetzt den zweiten gekriegt. Der kriegt die Talente bis 110. Das ist ja auch cool. Oder nicht cool. So, wir haben jetzt hier zur Auswahl alle drei Talente. Okay. Was haben wir denn hier? Festmahl der Seelen. Seelenspalte heilt euch im Verlauf von 6 Sekunden um zusätzlich 21.000 Gesundheit. Kollateralschaden. Der Initialschaden von Feuerbrandaura hat eine Chance, geringe Seelenfragmente aus dem Gegner zu brechen. Okay. Und lebendig verbrannt. Euer flammendes Brandmal verursacht alle 2 Sekunden 2000 Feuerschaden und bereitet sich primär zu Gegnern in der Nähe aus. Okay.
Also alle drei sind viable, steht hier auf Icy Veins. Das liefert andauernde Heilung, ist für Überleben gegen Einzelziele. Das ist AOE Healing Burst gegen ja, mehrere Gegner. Und lebendig verbrannt steht hier nicht. Wieso steht hier nichts zu lebendig verbrannt? Ja, nehmen wir mal hier den Damage Spell. Haha! Da ist er. I taunt you! You are my enemy! You are... Du sollst mich hauen, dude. Du detto. Mit deiner Fose! Gesundheit, indeed. Da kann man nicht mehr gesund werden. Bam! Oh, vielleicht sollten wir ihn hier mal rausziehen, damit meine Kollegen da nicht im Mist drin stehen. So. Bam! Oh, leider kein Upgrade gekriegt. Und wir werden hier uns nochmal kurz umgucken, weil da oben ist ja auch noch irgendwie was. Vielleicht ist ja hier noch was zu looten, ne? Ich verstehe auch nicht, wieso wir hierfür keine Quest nicht haben. Chase? Wir sind alles, was zwischen äußerst aggressiv, bla bla. Oder wird das nachher unsere Order Hall hier? Das kann natürlich auch sein. Ich habe mich, wie gesagt, noch nicht damit mit Legion eigentlich so gesehen überhaupt noch nicht beschäftigt. Oh, warum? Achso, weil er ein Abgrund ist. Gut, aber ich würde auch sagen, wir machen dann an der Stelle einen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in das Grab von Illidan gehen. Bis dahin, euer Znarf und Moon, Alter. Bye, bye. Oh, sie hat... Wir sehen uns wieder. Okay, vielleicht. Vielleicht auch nicht.